Zwei Jahre ist's her, da erschien Little Big Planet für die PlayStation 3. Das innovative Jump'n'Run setzte voll auf den eingebauten Level-Editor. Der war ebenso umfangreich wie intuitiv. Kinderleicht konnte der Spieler eigene Welten erschaffen und diese mit anderen Zockern teilen. Was Little Big Planet für Hüpfspiele ist, will nun Mod Nation Racers für Rennspiele werden. Im Prinzip ist die Raserei zwar ein recht dreister Klon der bekannten Mario Kart Serie, doch der eigentliche Star von Mod Nation Racers soll der Editor werden. Wir sind schon mal durch die Beta-Version des Kartrenners gedüst und zeigen euch, was ihr euch so erwarten könnt. Wie gesagt, das Spielprinzip kennt jeder, der schon einmal eine Runde in Mario Kart gedreht hat. Es ist einfach alles drin, was so in einen Funracer gehört. Wir driften Kurven und sammeln so extra Turbo, düsen über Boostfelder, springen über Rampen und bekommen Gimmicks über die verteilten Ballons auf der Strecke. Diese extra Waffen sind ebenfalls Standard. Neben dem obligatorischen Turbo bietet Mod Nation Racers auch Minen oder Raketen. Die Strecken der Entwickler, hier zum Beispiel ein Wüstenparcours, sind zwar ganz nett, aber die wirklich tollen Kreationen entstehen im Eigenbau. Diese Lobby hier ist der Ausgangspunkt im Spiel. Wir kurven gleich mal in das Kreativzentrum, denn dort können wir, wie der Name schon sagt, uns kreativ austoben. Erstmal muss ein lustiger Fahrer her. Wir haben uns hier einen schicken GamePro-Redakteur gebaut und legen seine Frisur, seine Farbe, seine Kleidung und, ja, eigentlich können wir mit dem recht mächtigen Editor nahezu alles festlegen. Dann brauchen wir noch einen entsprechenden Fahrbahnuntersatz für unseren wackeren Rennfahrer. Schnell die Karosserie auf das Fahrwerk pappen und dann noch die richtige Farbe einstellen. Weil wir natürlich die Umwelt schonen wollen, fährt unser Vehikel natürlich nur mit dem patentierten Hamsterantrieb. Die Möglichkeiten der Beta sind noch etwas beschränkt, aber schon jetzt lässt sich erahnen, dass die Auswahlmöglichkeiten in der finalen Version durchaus beachtlich sein werden. So, aber nun zum besonders interessanten Teil, nämlich dem Streckenbau-Editor. So ein Ding steht und fällt mit zwei Merkmalen. Wie viele Sachen kann man einstellen und wie intuitiv ist es zu bedienen? In Mod Nation Racers sind beide Facetten klasse. Wir lenken einfach dieses Asphaltwerkzeug in die gewünschte Richtung und haben so binnen weniger Minuten eine erste einfache Strecke. Auf Wunsch lassen wir uns die Piste nun vom Spiel dekorieren. Mod Nation Racers pflanzt dann eigenhändig allerlei Gebäude, Bäume und auch die Boostfelder und Extrawaffenballons in die Landschaft. Wie ihr seht, passiert das mit einer schicken Kamerafahrt über die Strecke. Das sieht nicht nur lustig aus, sondern ist auch sehr komfortabel. Wir können aber auch alle Details selber einstellen und unter anderem bestimmen, aus welcher Richtung die Sonne scheinen oder ob es klar oder bewölkt sein soll. Direkt im Anschluss können wir eine Testfahrt auf der neuen Strecke machen und gleich mal schauen, ob der Kurs für uns so okay ist. Strecken, Fahrer und Fahrzeuge sind auf Wunsch auch für alle da. Deshalb können wir unsere eigenen Schöpfungen auch sehr schnell mit allen Spielern teilen oder auch selbst die Kreationen anderer herunterladen. Schon in der Beta haben die Spieler unzählige Figuren gebaut, oft mit Videospielreferenzen wie hier Sonic oder Mario. Wir konnten uns kaum von der Beta zu Mod Nation Racers trennen. Schon jetzt macht das Erstellen der ganzen Inhalte verdammt viel Laune. Lediglich eines stört ein bisschen, Mod Nation Racers ruckelt in der Beta-Version noch ein wenig. Das ist nicht wirklich gut fürs Renngefühl. Wenn die Entwickler von United Front Games da noch ein wenig dran schrauben, wird Mod Nation Racers genauso klasse wie einst Little Big Planet.